Thank you so much. Thank you so much. Ja, vielen, vielen Dank. Ich muss erstmal wieder auf Deutsch switchen, weil ich habe immer in meiner Crew ganz viele Englischsprachige und dann ist es immer ein bisschen komisch, wieder rumzuswitchen. Aber ja, ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, aber ja, es freut mich einfach, hier zu sein. Ich habe mich über 2 Jahre auf diesen Auftritt gefreut. Ja. Und genau, jetzt ist es endlich soweit und ja, ich hoffe, ich kann euch heute Abend so ein bisschen auf eine Reise nehmen. Ich hatte ganz lustige und komische Erinnerungen, auch gerade bevor ich auf die Bühne kam, weil der Gong hat mich so an die Schulzeit erinnert. Ja, also positive und negative Erinnerung. Hier finde ich es ganz schön, hier sagt mir keiner, was ich machen muss, sondern ich kann einfach machen, was ich will und ihr entscheidet nachher, ob ihr das cool findet oder nicht. Deswegen hoffe ich, ja, ich kann euch mitnehmen, ich kann euch irgendwie ein bisschen was von meiner Welt zeigen, in der ich ja, meistens so Natureindrücke übersetze in Musik und 2 Alben damit auch schon veröffentlicht habe. Einmal Oceanic und einmal Svalbard. Beides geht um die Natur. Ich erzähle auch später noch ein bisschen mehr. Genau, aber eigentlich bin ich auch hier zum Spielen, von daher machen wir weiter und Thumann Welten kommt als nächstes.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war Oprah von meinem letzten Album Svalbard, das ich auf Spitzbergen geschrieben habe. Von daher, vielleicht konntet ihr das so ein bisschen hören, dass es aus der Winterlandschaft kommt, aus dem Dunklen und einer Schneelandschaft. Und ja, ich freue mich, dass mein Akkordeon noch heile ist, weil bei der letzten Show ist es genau bei dem Song kaputt gegangen. Von daher, bis jetzt alles gut. Genau, der nächste Song, den habe ich letztes Jahr geschrieben, während des Lockdowns. Und ja, es war alles eine schwierige Zeit für uns, glaube ich, alle. Und ich habe immer im Studio gehockt und war erstmal nicht so inspiriert. Und dann irgendwann dachte ich, naja, irgendwie will ich die Zeit jetzt schon nutzen und was Neues schreiben. Und dann habe ich den Song geschrieben und habe mir immer dabei vorgestellt, diese Ruhe, die erstmal herrschte, also schon fast so ein bisschen unheimliche, wartende Ruhe. Und dann irgendwann die Hoffnung, dass irgendwann alles wieder auf ist und wir Festivals machen können, Konzerte spielen können, wieder draußen leben können, Leute treffen können. Und genau dieses Wechselspiel aus den beiden, das beschreibt so für mich der Song. Und ja, umso schöner ist es, dass wir den auch heute Abend so offen hier mit euch allen spielen können. Und ja, ich hoffe, euch gefällt er.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe gerade gesehen, wir haben nur noch 5 Minuten übrig. Das heißt, ich dachte, wir hätten noch Zeit. Ich könnte den ganzen Abend eigentlich für euch spielen. Es hat so Spaß gemacht. Aber deswegen gibt es noch einen, der fällt immer so ein bisschen aus der Reihe. Und tatsächlich habe ich den Song das allererste Mal auch in der Elbphilharmonie gespielt, im kleinen Saal damals. Und dementsprechend, ja, habe ich eine enge Verbindung zu dem Raum. Es ist ein Remix von Bach. Ich hoffe, Bach verzeiht mir das, gerade auch hier in so einem besonderen Ambiente. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für heute Abend. Vielen, vielen Dank für dieses Erlebnis. Dankeschön. Bis ganz bald.